Ja, soll YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist eine weitere Folge von mein WWE und es ist Zeit für das zweite Pay-Per-View und zwar für Bragging Rights. Und wir beginnen gleich mit einem Match und zwar das Match zwischen dem European Champion und einem anonymen Gegner, der noch nicht bekannt gegeben wird. Die Titelverteidigung, die erste Titelverteidigung überhaupt dieses Titels und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Und außerdem gibt es da noch Randy Orton gegen Big Show und das 3 gegen 3 Tag Team Match Elimination. Oh, es ist R-Truth. Der anonyme Gegner ist R-Truth. Er wird hier zeigen, was er kann. Um den European Champion Titel wird er kämpfen. Und dann legen wir auch gleich mal los mit dem ersten Match. Wie gesagt, danach World Heavyweight Champion Titel Match zwischen Big Show und Randy Orton. Und dann gibt's noch das Team Raw gegen Team SmackDown Match. Das eigentliche Match bei Bragging Rights. Oh, was ist mit R-Truth los? Der geht ja total unter am Anfang hier. Oh ja, aber jetzt kommt der Reversal von R-Truth. Ja, ich muss jetzt hier auch mal was zeigen, ne? Dass er kann. Dass er es kann, eher gesagt. Er kann es ja eigentlich, er muss es nur zeigen. Aber der European Champion. Oh, schöner Reversal hier von R-Truth. Der European Champion ist natürlich sehr, sehr stark. Er hat das Scramble gewonnen gegen 4 Gegner. Und das ist keine leichte Aufgabe. Oh. Das ging auch ein bisschen gegen den Ref. Nee. Oh. Aufgepasst. Es geht hier gegen den Tisch. Au. Das hat wehgetan. Ja, da müsste der Schiedsrichter eigentlich anfangen zu zählen. Der wollte ihn anscheinend hier gegen durch den Tisch hämmern. Aber hat nicht funktioniert, da der Sprung daneben ging und R-Truth kam, hat perfekt getimt und ist seinem Schicksal durch den Tisch gehämmert zu werden. Jetzt kommt er in die Seile. Entgangen und ja. Schön noch rausgerollt. War das ein Ansatz zu einem Finishing Move? Nein, aber der. Oh, er muss abtappen, R-Truth gibt auf hier im Submission-Griff von Kommando. Das war doch mal was. Das hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass das durchgeht. Dieser Griff hier, aber R-Truth muss aufgeben. Hier gegen den European Champion und der alte neue Champion kann feiern.
hatte eine Titelverteidigung, die hat er gewonnen, und das Match um den Titel, wer ihn zuerst bekommt, hat er auch. Sonderbar gewonnen, jetzt sind wir hier Miss gegen Legend Killer. Ja, Miss scheint hier Legend Killer versuchen klar zu machen: Hey Junge, pass mal auf, ich hab für den Money in the Bank Koffer und mach mich nicht wütend, weil sonst cash ich ein. Und natürlich macht ihn das sehr gefährlich, weil nach einem Match, wo derjenige sehr geschwächt ist schon und der kommt dann rein und casht ein, dann ist ein Titelwechsel sehr wahrscheinlich. Der Money in the Bank Gewinner hat natürlich immer eine Rolle. Der hat freie Wahl, er kann sagen, so, jetzt cash ich ein, jetzt ist er geschwächt, meinetwegen hat er gerade ein Match verloren. Jetzt kenne ich mal ein und hol mir den Titel. Und stelle halt, was ich. Vielleicht casht er heute noch ein. Es kann passieren. Miss muss er nicht in Richtung WWE gehen. Vielleicht würde er jetzt hier gleich eincashen, aber. Natürlich ist es ja unwahrscheinlich, aber. Möglich ist alles, Freunde. Möglich ist alles. Also jetzt erstmal hier. Schöne Titelverteidigung durch Kommando mit dem Submission Griff. Gegen R-Truth. Oh, was macht Randy Orton da? Wollte auf den Ring, auf die Ringecke gehen, geht aber wieder runter und wird sofort von Big Show in die Mangel genommen. Ja, Big Show. Ja. Das war mir klar. Oh! Aber trotzdem, der Gigant. Der World Heavyweight Champion legt hier richtig los. Und jetzt geht er aufs Ringseil. Und jetzt will er wieder einen Sprung durchziehen. Oh, hat anscheinend Big Show hart getroffen. Nee. Macht ihm anscheinend gar nichts aus. Ah, schöner Reversal von Randy Orton. Und da kommt auch sofort der Dropkick. Erneuter Dropkick. Aber jetzt Big Show. Big Show mag man sagen, ja, er dominiert dieses Match. Randy Orton hat ein paar Aktionen gezeigt, aber nicht so, dass man sagen kann, ja, naja. Oh, yes. Yes. Ja, Richtung Daniel Bryan wäre das jetzt gegangen. Dropkick. Jetzt kommt Randy Orton hier vollkommen wieder zurück, aber jetzt ist Big Show da. Eine Sekunde nicht aufgepasst und Big Show ist sofort wieder da. Und Niederschlag. Und das tut weh. Das tut weh. Ja, es war mir klar, dass hier dieses Kräftemessen Big Show gewinnt. Und Big Show ist hier hart am Zug. Der scheint schon fast in der Tasche zu haben, aber Randy Orton kommt natürlich nochmal zurück. Der lässt sich das hier nicht nehmen. Aber Big Show. Oh, Randy Orton, schöner Reversal. Aber der Dropkick geht daneben. Ja, das macht er richtig gut, diese Aktion von hinten. Denn er muss Big Show unten halten. Das ist der Trick. Man muss Big Show am Boden halten, um gegen ihn überhaupt zu bestehen. Denn dieser Gigant, wenn man loslegt, dann kann es böse enden. Aber jetzt kann ihn eigentlich Randy Orton doch ganz gut kontrollieren, aber Big Show ist natürlich noch nicht fertig. Aber Big Show lässt sich das hier nicht nehmen. Signature von Big Show! Und er ist bereit für den Chokeslam, oder ist es doch der WMD? Nein, es ist der Chokeslam gegen Randy Orton. Taking a moment to feel those ribs, and King, it appears that there may be some internal damage. It looks like it. Those ribs have been targeted so many times over the course of this match. Aber jetzt sehen wir hier ein Comeback von Randy Orton. Watch
nach dem mächtigen Chokeslam. Yes! Randy Orton. Ah, Big Show legt natürlich sofort wieder los. Sehr, sehr stark der RKO! RKO gegen Big Show! Cover! One, two! Nein! Kein 3. Ich hätte jetzt hier fast gerade gesagt 3, aber Big Show. Er lässt sich den Gürtel nicht so leicht abnehmen. Aber. Ja, Cover hier von Big Show, ja. Ja, ja. Er kommt nochmal raus. Er kommt nochmal raus. Und Freunde, das war richtig knapp. Erneutes Cover. Wieder kommt er raus. Randy Orton, sehr widerstandsfähig. Oh, 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 oh. Niederschlag und da kann er auch einen Cover ansetzen. Eins, zwei, nein. Drei. Bis drei kommt da nicht der Schiedsrichter. Und aber jetzt kommt Big Show sehr stark in Bedrängnis. Und Randy Orton setzt Cover nach Cover. Nein. Junge, du musst da auch mal was zeigen, eine andere Aktion. Big Show, ja, der setzt jetzt auch Cover nach Cover, weil die sind beide gleich stark fertig. Und das war's. Das war's. Big Show behält seinen Titel und bleibt World Heavyweight Champion. Aber auf ein Rückmatch können wir gespannt sein. Ich denke, das war's noch nicht mit den beiden, die Auseinandersetzung hier. Also ich denke, das geht auch noch in eine zweite Runde, möglicherweise sogar bei Knights of Champion. Denn weil Randy Orton hat kein schwaches Match gezeigt. Ich hätte eher getippt, spätestens nach dem RKO, der hat Big Show so geschwächt, jetzt muss er aufgeben. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass es nach dem Chokeslam von Big Show schon aus ist. Aber spätestens nach dem RKO von Randy Orton an Big Show hätte ich gedacht, das war's. Und ich glaube, das schneide ich raus, wenn es wieder so lange dauert wie gerade eben. Wartet. Ich melde mich gleich zurück. Ich schneide die Stelle kurz raus. Ja, zurück. Ich habe die Zähne kurz rausgeschnitten. Es dauert zu lang. Jetzt gibt's hier das 3 gegen 3 Elimination Tag Team Match zwischen Team Raw und Team SmackDown. Bei Team Raw sind Mr. Black, The King, The Miz und die drei treffen auf David Otunga, Cody Rhodes und Jack Swagger. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht, denn alles offen, alles offen. Also Freunde, da ist alles offen. Alles. Und jetzt geht's auch los. Und ich bin wirklich gespannt. Ich will auch keine Prognosen abgeben, weil das sind, man kann sagen, gleich starke, aber sie sind auch so verschieden. Sie sind einfach so verschieden, diese sechs Superstars. Sie haben, man kann jetzt nicht sagen, ja, sie haben nichts gemeinsam, aber sie sind einfach so verschieden mit Aktionen und allem. Das ist einfach, kann man keine Prognose abgeben. Die beiden Team-Captains starten eben hier im Ring und der sehr starke Mr. Black, der, oh, was ist der? Ref, was machst denn du da? Aber Mr. Black ist natürlich Tag Teams gewöhnt. Kämpft wöchentlich was hier mit The King. Und jetzt gibt es hier das erste. Den ersten Ansatz zum Submission-Griff. Aber den kannst du vergessen, Mr. Black. Erneut das Submission.
Aber der kommt ja noch weniger durch. Erster Tag bei Team Galaxy. Und der Weg führt The King zum Team SmackDown in die Ringecke. Und der befördert Cody Rhodes nach unten. Oh, verbale. Ja, der King, der legt hier mal richtig los. Zieht alle in den Ring. Aber jetzt gibt's hier die Aktion von David Otunga. A fever pitch is here in the WWE universe. There's the tag. Miss wird eingetaggt. Oh, what a neckbreaker. There you go, neckbreaker Miss. Von Miss. And he finally gets out of the ring. Und Jack Swagger hält ihn hier fest, aber das bringt nichts. Der David Otunga liegt am Boden. Er versucht sich loszureißen, aber David Otunga ist da. Hey, das ist Würgen. Der Ref macht nichts. Anstatt wurde vorher hier Mr. Black von dem Schiedsrichter irgendwie weggedrückt oder irgendwas anderes. Erneut wird er festgehalten. Also das ist hier wirklich äußerst unfair, aber das hat gereicht. Das hat gereicht, auch wenn er sich losreißen konnte. Jetzt wird Jack Swagger eingewechselt. Und das wird er ihm übel nehmen. Ja, das nimmt er ihm übel. Das fucking Halten da. Von wegen, ich halte dich da, das, weil allein schaffe ich es nicht. Mr. Money in the Bank. Wir haben hier eigentlich drei potenzielle Titelträger, wenn man es so nimmt. Denn Miss kann er eigentlich, ist der Mann in der Mann in der Bankkampf ist eigentlich auch wie ein Titel. Denn man kann ja theoretisch eincashen, wann man will, oder nicht theoretisch, es ist so. Man kann eincashen, wann man will. Und man kann sich einen Titel holen, jeden Titel nach Belieben. Und man kann sagen, ja, der ist jetzt so geschwächt, den hole ich mir jetzt den Titel. Und die anderen beiden sind Tag Team Champions. Und das ist ein ganz großer Fehler. Aber er schafft es. Fehler. Fehlercheck. Fehler. Ganz großer Fehler, Junge. Denn das sind drei Superstars, die man nicht so locker hinnehmen kann. Und jetzt erster Cover-Ansatz. One. Nee. Da braucht Cody Rhodes nicht eingreifen. Da geht bis eins. David Otunga ist hier im Ring. Signature von Mr. Black. Und jetzt gibt's hier auch den Finishing Move. Watch Mr. Black. Aber der ist noch nicht fertig. Ah, der Sprung geht ins Leere. Der geht auch ins Leere. Cody Rhodes kommt hier in den Ring. Das war ein Fehler. Er hat absichtlich kein Cover angesetzt, weil es war ihm klar, da greift natürlich wieder einer ein. Da muss ich erstmal eine vielleicht von der Ringecke runterhauen. Jetzt wird Cody Rhodes eingewechselt, der noch vollkommen intakte Cody Rhodes. Aber ich muss sagen, dominieren. Ja. Der wäre locker bis 2 gegangen, aber der Ref zählt wieder nicht. Ich muss sagen, der Ref. Ja, jetzt hält David Otunga Mr. Black hier fest. Das ist einfach äußerst unfair und da macht der Ref nichts. Cody Rhodes, one of the truly great young and up and coming superstars in WWE. He's heading back up. Oh no! Big time miss there. Jetzt gibt's hier die Schlägerei außerhalb des Rings. Let me tell you what a rotten kid Cody Rhodes was growing up. When he was 8 years old, he told his mom he wanted a dog for Christmas. And she said, no, you'll have turkey like everybody else. Watch it! He thinks he has it. Kampfansatz.
Nee, geht nicht mal bis 1. Der Ref, der regt jetzt hier langsam mich, nicht nur mich, aus, sondern auch wahrscheinlich das ganze Team Raw. Da gab es den Ansatz zu diesem, ich weiß nicht, wie man ihn nennt, diesen Dreh-Move. Und er will es nochmal versuchen. Er versucht es nochmal und er kommt durch. Das ist Mr. Black, wie wir ihn kennen und wie wir ihn sehen wollen. Und jetzt Cody, jetzt geht's ans Eingemachte, aber da kommt er raus. Und jetzt machen die das natürlich auch mal, weil es einfach fucking unfair ist, ganz ehrlich. Der Ref zählt wieder nicht. Was ist mit dem Typen los, ey? Miss wird eingetaggt. Scheint, er kann er nicht mal mehr stehen. Und der Ref, was macht denn der? Skull Crushing Finale. Jetzt muss er zählen, jetzt zählt er auch. Und der kommt bei 1 raus. Was ist los? Erneut der Coveransatz. One. Na, wieder kommt Cody bei 1 raus. Erneut der Coveransatz. One. Two. Und jetzt greift Jack Swagger ein. Also der gewinnt hier heute nicht den Fairnesspreis, weil Es ist ein Disqualifikationsmatch. Da darf er nicht schlagen. Wait a minute. Refusing to give in there. What sheer determination. Jetzt ist es wieder ausgeglichen. Jetzt ist es wieder ausgeglichen. Jetzt sollte mal einer eliminiert werden. Oder die sollten mal. Ja, Team SmackDown kann eigentlich. Ja, da bricht das ab, weil da wäre wieder, hätte wieder einer eingegriffen. Ja, David Otunga kriegt hier den Bulldog. Ja, Miss schlägt 2 nieder, dann kommt Jack Swagger. Und ja, ich habe mich eigentlich gefreut, dass hier Jack Swagger dabei ist. Langsam freue ich mich nicht mehr, weil das ist hier, ja, Reversal. Jetzt gibt es hier den Tag. Und dann wird auch den Niederschlag von dem Miss. Und auch den Niederschlag von Mr. Black. Aber es gibt den Ansatz zum Submission-Griff, aber der kommt ja niemals durch. Ja, Ansatz zur Atomic Powerbomb. Ja, es gibt hier auch die Powerbomb gegen Miss und es gibt auch das Cover. King greift ein. And the ref starts to count. Oh man! Yes, aber jetzt wird hier. Jack Swagger ist schon ein starker Superstar, aber es ist einfach so unfair, dass man sich über seine Aktion gar nicht mehr. Jetzt Miss! Jetzt muss er die Chance nutzen!
Ja, zu langsam. Er schießt sich da. Was macht denn der? Er mahnt Cody Rhodes. Er fängt nicht an zu ziehen. 1, 2. Nein. Der bleibt drin. Ein Roller von Jack Swagger. Ja, Atomic Powerbomb. Oh my gosh, wieder gegen The Miz. Right into the ground. Can he score the pin? Aber jetzt greifen sie ein. Ja. He is definitely gonna have to have those ribs looked at after this match. And there's the count. Oh jeez, knocked into next week. The thing about Jack Swagger and his approach to sports entertainment is he's deceivingly big and deceivingly powerful. Well, Swagger's close to 6'6 and already 265 pounds. He's so young. Watch it, watch it. Jetzt fährt hier der King noch mal richtig auf. Und die feige Sau, muss man schon was sagen, rollt sich wieder raus. Ich bin normal neutral, aber ganz ehrlich, in dem Fall bin ich halt einfach für Team Raw. Jetzt greift Cody Rhodes wieder ein. Das ist einfach, Entschuldigung, ich finde es einfach lächerlich, weil da wäre jetzt mindestens schon einer weg vom Fenster bei denen. Jetzt kommt er in die Seile. Clothesline, ein neues Cover, jetzt greift eh wieder einer ein, 1, 2, nein, Jack Swagger ist raus. Und jetzt ist es mal hier ausgeglichen, denn jetzt ist der Unfaire mal weg. Und jetzt 1, 2, Gotanga ist noch drin. Ein Roller, 1, 2, nein, geht nicht mal bis 2. Jetzt hat das Duell erneut Team Captain gegen Team Captain. Und wie es aussieht, ja, gewinnt es Mr. Black. 1, 2, 3. Team Captain SmackDown ist weg. Damit ist es 3 gegen 1. Das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt, dass das so ausgeht. Ich hätte vielleicht gedacht, jetzt wird einer eliminiert von denen, dann wird einer eliminiert von denen, dann wird noch einer eliminiert, am Schluss ist vielleicht 1 gegen 1. Aber wie es aussieht, ist es hier ein 3 gegen 1 Match und es wahrscheinlich 3 zu 0 ausgehen wird. Für Team SmackDown. Für Team Raw, meine ich. Team SmackDown ist kläglich untergegangen. Und das wird ein Nachspiel bei Monday Night Raw haben. Ich bin gespannt, weil das sind ja die drei, die sind ja alle gleich, weil da schiebt da über, da schiebt da jeder die Schuld auf den anderen. Und ich bin gespannt, wer da am Ende jetzt die offizielle Schuld trägt, ob es David Otunga ist, der sich gut bewiesen hat, aber dann doch kläglich untergegangen ist. Es war eigentlich bis auf das, dass sie beschissen haben, ein miserables Auftreten von Team SmackDown. You can see him struggling to stand after all submission locked in. And this might be it. He's tapping. Er tappt ab! Er tappt ab! Damit sind beide Team Captain raus. What a match. Momentum has shifted back and forth repeatedly between these superstars. Watch out here. And the sound of human flesh. Und jetzt gibt's hier das Cover gegen Cody Rhodes, aber er kommt in die Seile. 2 gegen 1 ist es noch. Ein Roller in der Mitte. Der King ist schon öfters mit so einer Aktion durchgekommen. Und er kommt erneut durch und das ist der Sieg für Team Raw. Team Raw gewinnt hier Bragging Rights.
Und ich bin wirklich gespannt bei Monday Night Raw, wer jetzt hat die Schuld auf wen schiebt bei Team SmackDown, weil das war lächerlich. Entschuldigung, es war einfach lächerlich. Und ja, das war's eigentlich auch schon so ziemlich wieder. Und jetzt sehen wir hier nochmal Booker T. Will noch eine Ansprache halten. Oh, will eine Ansprache halten. Naja. Was will er uns sagen? Was will er uns sagen? Wir hören die Musik von The Rock! The Rock, sorry Booker, aber ich bin neuer GM von Raw. Das ist meine Mitteilung. General Manager of Raw ist ab nun The Rock. Und aus diesem Sinne verabschiede ich mich auch von Bragging Rights. Und wir sehen uns dann bei Monday Night Raw wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.